Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Ü-Ei-Video. Heute wieder ein Ei aus der Serie Mickey Mouse und Freunde aus dem Jahr 2014. Hier und heute ein oranges Ei. Ja, die Dinger sind recht selten, waren in einem normalen Ü-Ei drin, was ich ausgepackt habe. Und jetzt schauen wir mal, wer sich in diesem Ei drin befindet. Ja, da ich das Ganze schon mal geöffnet hatte und die Figur selbst wieder reingepackt habe, schwer zu öffnen. Und hier drin ist ein, na, wer kann es schon erraten? Es ist ein Panzerknacker. So, der Panzerknacker kommt vierteilig daher. Nicht ganz. Ein weiteres Teil kommt noch. Hier die Verpackungsbeilage. Die Warnhinweise. Hier die Ist das wirklich nur eins? Oh, das sind zwei. Das sind zwei. Wie kommt denn sowas? Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. So. Dann hier die Beschreibung und das Besondere, was ich hier noch zeigen wollte, es gibt insgesamt drei Panzerknacker und deswegen gibt es hier auf einem Aufkleber drei verschiedene Nummern. Ja, warum man das gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht hätte man das auch per Hand aufmalen können, hätte ich vielleicht sogar noch besser gefunden. So kann man sich jetzt aussuchen, welchen Panzerknacker man hat. So, vierteilig kommt er daher, eigentlich nur zweiteilig, wie man hier sehen kann. Ober- und Unterteil, die werden ganz einfach zusammengeklickt. So sieht er dann aus mit seinem frechen Grinsen. Dann kriegt er noch ein bisschen Rasen unter den Füßen. So sieht er dann aus, so soll das sein. Und das hier soll so eine Art, keine Ahnung, Football darstellen. Und wenn man damit spielen wollte, macht man das ganz einfach so. Man verliert zwar auch den Rasen unter den Füßen, zumindest gerade bei mir hier, aber das ist ja nicht so wild. So, schauen wir nochmal hier rein, was hier dabei ist. Und erstmal die andere Seite, Mickey Mouse and Friends. Nicht Mickey Mouse und Freunde, Mickey Mouse and Friends. Ja, was ist denn mal hier los? Keine Beschreibung zu dieser Figur dabei. Keine Beschreibung. Deswegen habe ich noch keine Ahnung, worum es sich hier handelt. Das ist auch nicht Mickey Mouse und Freunde, sondern Mickey Mouse and Friends. So, und ich hole jetzt nochmal eins meiner gelben Eier. Nämlich das hier. Werde das nochmal auspacken. Hier war ja Minnie Mouse drin, was ich auch schon abgefilmt habe. Und wenn wir uns jetzt hier das Ganze mal angucken, ist das Ganze doch ein bisschen anders. Unten Mickey Mouse und Freunde auf Deutsch und oben Mickey Mouse and Friends. Ja, was heißt das jetzt? Habe ich hier jetzt ein amerikanisches oder englisches Ei? Keine Ahnung. Und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreiben könntet, wenn ihr mehr darüber wisst. Und wie gesagt, ich weiß es nicht. Hier ist nochmal die Figur aus der Nähe. Also englische oder keine Ahnung was für eine Verpackungsbeilage und zweimal diese Warnhinweise, zweimal hier. Ich weiß nicht, ob das normal ist. So, jetzt nochmal die Figur. Die soll ja letztendlich auch nicht zu kurz kommen. Mit seinem frechen Grinsen da. So, das ist er. Panzerknacker. Die Nummer dürft ihr euch aussuchen. Wie gesagt, Aufkleber sind dabei und tja. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wie gesagt, wenn ihr Infos habt zu orangenen Eiern, ich meine, ich habe ja schon ein paar gehabt, aber das ist jetzt das erste Mal, dass mir dieser Unterschied aufgefallen ist, Mickey Mouse and Friends zu ohne Beschreibung. Tja, ich bin ratlos, vielleicht wisst ihr ja mehr. Das war es erstmal von mir zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.